Ahoi Kinders, da sind wir wieder. Diesmal auch wirklich mit Ton. Ja, ich habe extra geguckt. Das Mikro ist diesmal an, hier links auf dem Bildschirm in OBS. So muss das sein. Und wir zocken wieder mal eine Runde Formel 1. So, die, wo das auf YouTube sehen, denkt dran, ich versuche immer wieder live auf Twitch zu streamen momentan, am liebsten täglich. Zurzeit ist noch sehr unterschiedlich, wann und wie ich Zeit habe, auch mit der Arbeit und so. Aber schaut gerne auf Twitch vorbei, der Kanal müsste unten verlinkt sein, wenn nicht, muss ich das definitiv mal tun. Einfach LarsTV bei Twitch suchen, dann findet ihr mich auch. Und abonniert mich, nicht abonniert mich, followt mir und dann seht ihr ja, wenn ich online komme und eine Runde spiele. Und jetzt haben wir ein Heimrennen in Hockenheim und gehen direkt mal, wir haben hier ja alles soweit erstmal verbraten, das läuft, genau, zurück, ja. So, wir gehen direkt mal in die Session rein nach Hockenheim. Heimrennen, also für uns Heimrennen, für McLaren natürlich nicht. So, dann gucken wir einfach mal die Streckenakklimatisierung, wie immer erstmal. Um die Strecke, mein Gott, ist das laut, etwas kennenzulernen. Genauso. So, erstmal schön ins Auto geschrottet, ne? Dein Frontflügel ist beschädigt, er wird die Performance beeinflussen. Ja. Ist Streckenakklimatisierung, ne? So, direkt die erste Kurve verballert, ne? Ja, wir gehen nochmal zurück zur Garage, reparieren erstmal den Flügel und versuchen es dann nochmal, aber am liebsten auch direkt mit weichen Reifen. So, erstmal. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja. So, direkt nochmal, aber ich hätte es gerne auf weichen Reifen. Ich fühle mich auf denen einfach wohler, auch wenn es empfohlen ist, hier hart, whatever, ich komme mit denen nicht klar. Viel besser. Trotzdem den ersten verballert. Ja, und schlechter hätte ich die Kurve nicht nehmen können, ne? Direkt nochmal ein Kies abgerutscht, ne? Das ist großartig. Scheint ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Und wenn er das sagt, ist es schon abgeschlossen, ne? So, das Qualifying-Tempo machen wir natürlich trotzdem noch. Schnellster Sektor.
saubere Runde vor, ohne die Strecke zu verlassen. Da muss ich aber geringer Treibstoff. Absolviere mit 2 Autoeinstellungen. Ja, dann machen wir das doch direkt mal und gehen mal auf den erhöhten Abtrieb. So. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Ja, was will er denn? Wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Will ich doch, nur weil ich einen Moment gebraucht habe. Natürlich startet jetzt genau direkt hier einer vor mir von Racing Point. Das geht ja erst jetzt los. Jo, wie er mich einfach abdreht. Dieser Wichser. Dann, das machen wir doch gerade noch. So, Benzinmanagement. Das machen wir mal noch und ich gehe auf niedrig, um halt wenig Kraftstoff zu verbrauchen. Geht halt jetzt natürlich. In diesem Programm möchten wir, dass du dich auf Techniken zum Benzinsparen konzentrierst. Verwende Lift and Coast am Kurveneingang, um so viel wie möglich zu sparen, weil du unter der minimalen Rundenzeit bleiben musst. Viel zu spät gebremst.
Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Hast du das Programm jetzt abgeschlossen oder nicht? Diese Wichser, ey. Ich sag's euch, sie rammen einfach einen weg, sie bleiben auf ihrer Linie. Man ist neben ihnen, zack, da wird nach rechts gezogen. Schäden am Wagen zu reparieren. Aber wir haben es bestanden, glaube ich, oder? Beste Runde liegt jetzt bei 1:21. Ja, und das auch, ne? So, dann überspringen wir den Rest der Zeit mal. Weil auf Reifen- und ERS-Management. Hi, Maika, na, wie geht's dir so? Ah, Skinner ist auch da, habe ich gar nicht gesehen. Ja, er hat mich auch gezwungen, bei dir zuzuschauen. Gleiches Recht für alle. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Ja, dann mach das mal. Geh mal ins Bett. Gutes Nächtle. Stimmt das? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Wie Ruf gesunken. Ja klar, hab Frühschicht. Willkommen zurück zum Qualifying. Regenrennen. Oder zumindest Qualifying im Regen. Ja, ne? Sogar so Regen, dass wir richtige Regenreifen haben. Nicht mal Intermediate, sondern Regenreifen. Ja, ne? Na, jetzt hätte die Autoeinstellungen nicht gecheckt. Aber egal, im Regen sind wir stark. Weil wir einfach die bessere Abtrieb haben wie die anderen. Seitdem war die Wettervorhersage noch schönes Wetter, leicht bewölkt. Da haben wir wieder easy die Pole geholt. Ausgezeichnete Runde. Wir
Dann sehen wir, dass wir mit Rennen fortfahren können. Wenn es so weiter schifft, dann werden wir vermutlich wieder Erster. Jetzt wieder schöne Rivalitätspunkte. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Naja, dein Wort in Gottes Ohr. Trockene Bedingungen auf der Strecke. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ne? Ja, bis jetzt sieht es trocken aus, ne? Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. 17 Runden. Ja, ne? Rennen starten. Ja, so im, ohne Regen. Mal gucken. Konnte mich erstmal durchsetzen. Naja, wir haben die letzten Rennen ja alle gewonnen. Direkt eine Sekunde rausgeholt. Sieht gut aus, von der Startlinie hier weg. Ja.
Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ey, oh, 7 Sekunden auf einmal. Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Geht's in die Box. Gib uns eine gute Inle. Hören wir halt mal auf ihn. Ob es so schlau war, weiß ich jetzt noch nicht. Losfahren, losfahren. Vettel hat mich genascht, aber der war ja auch noch nicht stoppen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Sekunden zu Vettel, aber wie gesagt, der muss noch stoppen.
Oh, who the get, weil ich hier auf die Zeit gucke. Schon mal gesagt, dass ich gelbe Reifen hasse. Ja, Vettel ist in der Box. Verstappen hat, glaube ich, auch noch nicht gestoppt. Auf dem zweiten habe ich dann fast 10 Sekunden. Oh, habe ich wieder mal einen schnelleren Sektor oder was?
war Verstappen direkt hinter mir in der Box. Verstappen. Erkennt er jetzt mein Mikro nicht mehr oder was ist jetzt los? Das Mikrofonzeichen war gerade nicht da. Wagen hinter mir. Nee, rot. Irgendwie kommen gerade keine Funksprüche. Also. Das ärgert mich jetzt. Letztes Mal hat es doch funktioniert. Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Ja, das will ich hören, ne? Können wir nachher mal noch eine Runde auf Fett schalten, ne? 16 Sekunden noch vergrößern. Oder so verkleinern, ne? Das hat jetzt gekostet, ne? Mal gespannt, wie viel. Nichts. Okay, die Runde war sowas von fürs Loch. Und da hinten sind schon wieder die Nachzügler. Nächste Runde kriege ich dann wieder blaue Flagge. Ah, ich muss das hier besser aufpassen. Es ist kommen, ich drehe es hier noch und dann sind die 16 Sekunden ganz schnell weg.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, es geht einfach nicht. Wow, wow, wow. Diese Lags. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Sekunden. Es fällt da hinten, ist aber dicht beisammen. So, wieder ein Podiumsplatz. Sehr schön. Absolute Spitzenklasse. Das ist ein so fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Eine wunderbare Leistung heute von McLaren. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich würde sagen, das ist wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung. Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht. Und die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Sieger-Ero mit McLaren. Ja, bock doch kein Schwein. Gratulation an das. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Also oh, ich bin Zweiter mittlerweile. Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Läuft, würde ich mal sagen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber?
seinem schnellen, aggressiven Stil von Devin. Haben Sie einen Rat für die Fahrer, die er heute überholt hat? Wir haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Alles für McLaren. Danke für den Kommentar. Ja, immer diese Ladezeiten, da. Ruf wieder am Maximum. Dein Wort in Gottes Ohr. So, können wir hier noch was an Schad bringen? Ja, dann direkt rein damit, ne? So. Und dann weiter mal zum nächsten Wochenende.